About the title, I mean, I like it because in Hebrew we say about Prime Minister Rabin assassination, we say we don't forget, we don't forgive. So there's something a little bit more forgiving and more liberating about this title, which says we don't forget, we go dancing. It means that you don't forget, but you can forgive. And as I said before, I don't have to forgive because my encounter with German people was from the minute I remember myself. I didn't have to, it wasn't made by images of Nazis and porn, because my family, my father who is a Holocaust survivor, was always had this choice of life. He never chose to be bitter and to hate the Germans or hate the Croatians where he was born. So I can relate to this title, but actually I don't even feel the need to forgive. And I like dancing though. Also mit meiner Mutter, die ist Jahrgang 1930, habe ich seit jeher eine ganz intensive Auseinandersetzung über das Thema, weil sie ist einfach in der Nazi-Zeit aufgewachsen. Sie ist als Sudetendeutsche nach dem Krieg 46 vertrieben worden. Wir haben gerade jetzt wieder letztes Wochenende darüber gesprochen. Und für sie ist sozusagen diese ganze Geschichte mit einem persönlichen Schmerz von Verlust der Heimat verbunden, wo man ja als Deutscher dann, also als jüngerer Deutscher, der so sagt, ja, hättet ihr nicht diese unglaublichen Verbrechen begangen? Also diese Schuldzuweisung an jemanden, der umgekehrt ja eigentlich auch gar nichts als Kind dafür kann, die ist eine Grundlage für Auseinandersetzungen, für Streit, für Gespräche, die an der Schmerzgrenze oft stattgefunden haben. Und deswegen war diese Erfahrung, wenn man da dorthin reist und dann feststellt, man kann das alles auch loslassen, weil die Israelis einem sozusagen helfen, irgendwie mit dieser eigenen deutschen Zerrissenheit umzugehen, war das so wohltuend und großartig. Ich glaube, dass, und das ist ja auch Teil dieses Buches, dass sich jetzt in dieser dritten Generation unglaublich viel getan hat. Und so viel getan hat, dass es vielleicht für andere Generationen atemberaubend gerade zu erscheinen muss. Also für mich war dieser Wendepunkt auch in der Leichtigkeit, sage ich mal, wie die Israelis quasi diesen deutschen Part auch betrachten. Ein Erlebnis, als wir hier Fußball spielten 2008 gegen die israelische Autorennationalmannschaft. Also ich bin Teil der deutschen Autorennationalmannschaft und wir haben die israelische Mannschaft gründen lassen und haben die dann mit Hilfe des DFBs und der Deutschen Kulturstiftung, der Deutschen DFB Kulturstiftung nach Berlin eingeladen und spielten im Olympiastadion, also im Amateurstadion von Hertha BSC Berlin, also auf dem Gelände, wo Hitler seine Spiele austrug. Und quasi kann das gut gehen, können die überhaupt sich bewegen auf diesem Areal, ja, und dann erklangen die unter den Augen des damaligen und wieder heutigen Außenministers Steinmeier die Hymnen, israelische Hymne, das erste Mal auf diesem Gelände. Und am Abend war eine Lesung im Deutschen Theater und ich sollte vortragen meinen Palästina-Blues, also diese Geschichte von den Erfahrungen, von denen ich gerade erzählt hatte, aus Ramallah. Und dieser Text war vorher veröffentlicht, der wurde auch in Israel diskutiert und ist in einer palästinensischen Zeitung erschienen. Und ich habe aus lauter vorauseilendem Gehorsam fast all die schlimmen Stellen, also für aus israelischer Sicht schlimmen Stellen der Demütigung palästinensischer Menschen, die Texte rausgenommen. Also ich habe mich selbst zensiert für diese Lesung. Und nach der Lesung kamen einige israelische Autoren zu mir und sagten, warum hast du das gekürzt? Ich hätte doch alles gelesen. Das ist, betrifft jetzt nicht implizit einfach das deutsch-israelische Verhältnis, aber das betrifft das Verhältnis, wie kritikfreudig die eine Seite ist und wie offen sie die Deutschen mittlerweile auch umarmen kann und selbst zulässt, dass sie
kritisiert werden von denen, von den ehemaligen quasi Tyrannen. Ja? Und das ist und das hat mich sehr bewegt, muss ich sagen. Also diese große Geste und alles, was ich erlebt habe, ist eine grenzenlose Offenheit. Also die, ich meine, wir wissen ja, dass Berlin beliebt ist bei den Israelis. Das ist schon eine tolle Geschichte, muss man sagen, wie sich das Schlimmste nicht wenden. Das ist ja auch nicht Ziel, dass man das vergisst. Aber wie auf dieser Untat wiederum Zivilisation und Austausch wachsen kann. Between the second generation and the third generation, although I don't like to use these terms so much because it's an artificial definition. There's a 2.5 generation and 1.5. But, you know, I felt before entering this project that I felt like insecure a little bit, like who am I to start this project and to say things about Germany and Israelis and history, because I got this feeling that in Israel, the second generation and probably the third, you need to be an expertise. You need to be a professor. You need to experience it from first hand, something like that. Who am I who grew up in the 80s in capitalistic Israel who will say something important about history? But as I thought about it more and more, I come to the conclusion that that's exactly what I need to do. We need to take responsibility and to create our own discussion with our own language, with a little bit less of an emotional burden, but a lot of respect and knowledge of the past, like the title, We Don't Forget. So that's what I feel the important thing we're doing, and I'm not feeling insecure anymore. I can tell one thing. When I was a child, it was normal not to like Germany. Like, I don't have a German core, or to be a fan. I got beat up because I was a fan of the German national team in soccer. They play only defense in 1990. But it was I did it because I was against everyone. And now it's become very, very popular. And there is a very big change. And I think this anthology is trying to understand this change. Because young Israelis and young Germans are not seeing reality. Now, I don't think that I can tell you it's one thing or another. But exactly at that point, I think that each one of the stories show a different interpretation. Because the tension is there. Like, for Israelis, Germany is not French. Or sometimes it's better, but it's not like, or any other country in Europe. So I think, and literature is a very good way. I think that Norbert and Michael did a very good job of finding all the stories and try to give an answer to that. We actually, our purpose was to check the pulse of the third generation to see what we will get. We didn't have any specific agenda that we want these things and that inside of things like that. I think the only thing was it have to be on Germany. Yeah, but I on can Israel, yeah. Yeah, but I can say you mentioned the word tension. I felt this tension at the beginning, but I can realize now, as much as I come here and meet other German people, I don't feel the tension. No, I just like feel very relaxed. No, when I met tension, I met the fact that you have something. It's not that you meet a German person in New York. It's your connection for good or no. I think the German has more tension than the Israelis to meet me than I have some tension when I'm meeting them. Also es ist ja einfach so, dass wenn man als Deutsche im Ausland unterwegs ist und in Israel natürlich viel mehr,
dass man mit so einem wahnsinnigen Schuldkomplex rumläuft. So ging mir das natürlich am Anfang auf und seitdem ich in Tel Aviv lebe, nehme ich das bei Deutschen die ganze Zeit wahr. Also ich habe es tatsächlich schon erlebt, dass deutsche Touristen im Supermarkt die Verkäuferin angesprochen und gefragt haben, wie viele Familienmitglieder sie eigentlich im Holocaust verloren hat. Ich habe den Eindruck, dass den Deutschen oft gar nicht klar ist, wie sehr sie den Israelis dieses Schuldgefühl aufdrängen und ihnen zum Teil auch so ein bisschen damit auf den Keks gehen. Auf jeden Fall ist es so, dass in der dritten Generation Dinge möglich sind, die in der zweiten nicht möglich gewesen wären. Es gibt ja in der Bibel die Geschichte, dass die Israeliten, die Ägypten verlassen haben, erst 40 Jahre in der Wüste herumgewandert sind, bevor sie in Israel angekommen sind, was, wenn man die israelische Wüste kennt, sehr unglaubwürdig erscheint. Da braucht man kaum 2 Tage durch. Aber eigentlich wurde mir das immer so vermittelt, dass die Idee dahinter ist, dass es eine neue Generation sein sollte. Manchmal braucht es einfach eine neue Generation für den Neuanfang, weil einfach, wenn man selbst noch die Erfahrung hat, das immer so ein bisschen... es schwierig ist, diesen Cut zu machen. In jetzt der israelischen Familie, die ich mittlerweile auch als meine Familie bezeichnen würde, die Familie meines Freundes, ist es so, dass ich habe ganz wenig Vorbehalte kennengelernt, aber seine eine Oma, die eine Holocaust-Überlebende ist, meinte, ja, das ist schon okay, dass sie mich kennenlernt, aber erst nach ein paar Monaten meinte sie, jetzt, wo sie mich kennt, hat sie wieder angefangen, das Wort Deutsch in den Mund zu nehmen. Davor hat sie nur von den Nazis gesprochen. Das ist so ein Satz, den Politiker gerne bemühen, wenn sie sagen, das judeo-christliche Erbe, das wir in Europa haben. Aber das ist einfach tatsächlich wahr. Und ich merke auch, dass es extrem viele Philosophen, Musiker, Schriftsteller gibt, von denen ich erst in Israel erfahren habe, dass sie Juden sind. Das war mir zum Teil nicht so bewusst. Und ich glaube, es gibt einfach eine extrem enge Bindung zwischen Juden und Deutschen, die viel weiter zurückreicht als zum Holocaust und die sich nicht trennen lässt, was aber nicht zwangsläufig was Schlechtes sein muss. Also ein erstes Gespräch zwischen einem Israeli und einem Deutschen ist niemals Smalltalk. Es wird immer gleich intensiv, es wird auch immer gleich sehr, sehr schwer. Es ist nichts, über was man leicht hinwegkommt. Aber das führt einfach auch zu einer extrem engen Bindung. Grauen kann manchmal zwischen Menschen eine sehr viel engere Bindung schaffen als Glück. Und Israelis und Deutsche kommen einfach nicht voneinander los, ob sie wollen oder nicht. Und, die Geschichte von meinem Großvater und dessen Freund, dem er eben geholfen hat, hat einen ja auch stolz gemacht. Also Ich war immer froh, dass ich keine Nazis in der näheren Familie hatte. Und dann hatte ich sogar so einen tollen Menschen wie meinen Großvater, den ich gar nicht mehr kennengelernt habe. Das war für mich wichtig, für meine Identität als Kind. Überhaupt, dass die Geschichte der Familie über 2 Schritte so weit zurückführte, direkt in dieses dunkle Reich, wo man in der Schule drüber gehört hat, nur. Das hat mich schon immer fasziniert und... es ist für mich einfach auch ein Vorbild, also wie er sich verhalten hat. Deswegen war es für mich auch ein Anliegen, jetzt diese Geschichte mitzuerzählen, diese Sammelleidenschaft, die er hatte und diese Freundschaft, die sich daraus entwickelt hat. Und mein Großvater ist ja sehr schnell in Konflikt geraten mit der DDR, obwohl er Sozialdemokrat war. Und das hat die Familie extrem geprägt. Die Erfahrungen des Großvaters waren eigentlich prägend für die politische Haltung meiner Eltern oder meiner Mutter. Und das wurde uns ja dann auch wieder mitgegeben. So. Das verstehe ich aber jetzt erst immer besser, wie stark man davon geprägt war, was die Familie erlebt hat. Da muss man dann auch erstmal eine eigene Haltung zu entwickeln. Eine meiner ersten Erinnerungen ist, dass der Geiger des Lassalle-Quartetts, Henry Meyer, der zweite Geiger, am Tisch saß und ich ihn beim Abendessen fragte, warum er eine Nummer auf dem Arm habe. Da war ich 4, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich weiß noch wie heute, wie das Schweigen danach klang, weil damals Henry nicht darüber gesprochen hat, über die Zeit in Auschwitz und über den Tod seines Bruders und über all diese Sachen.
Es ist aber trotzdem für mich eigentlich der erste starke Eindruck gewesen. Und trotzdem war Henry eben Onkel Henry für uns Kinder und jedes Jahr da. Irgendwann habe ich festgestellt, dass ich in gewisser Weise älter bin als meine Altersgenossen und Genossinnen, weil ich relativ alte Eltern habe und zweite Generation nach dem Krieg bin, nicht erste, wie man ja denkt, nicht dritte, wie man denken würde. Und da ist mir dann eine Differenz aufgefallen und die habe ich als sehr stark empfunden. Ich bin ja über 1,80 und war damals wirklich blond. Also es war schon immer klar, dass ich sehr kenntlich im Zweifelsfall Deutsche bin. Aber ich habe das nicht als so belastend empfunden. Und es gab eine Szene, die mich bestimmt nicht nur bewegt hat, sondern auch den Aufenthalt geprägt. Man musste damals seinen Pass mitnehmen, wenn man ein Päckchen bei der Post abgeholt hat. Und ich hatte den damals grünen Pass und stand in der Schlange und hatte diesen Pass schon in der Hand. Und plötzlich sagte jemand hinter mir auf Deutsch, ein älterer Mann, ihm würde ich auch ohne Pass vertrauen. Und das war so eine bezaubernde Szene und so ermutigend und so liebevoll eigentlich. Der hat wahrscheinlich gesehen, dass ich da eingeschüchtert stehe, nicht wegen des deutschen Passes, aber überhaupt eingeschüchtert herumstehe. Und dann hat er diese wahnsinnig nette Bemerkung gemacht.